Der Plan für die Ausbildung unserer Schüler. Der Ausbildungsplan lautet wie folgt. Wir bilden sie so aus, dass sie das Erlangen der totalen Macht hinkriegen werden. Und wir werden unser Ziel erreichen. Dabei sind sie aber nur Mittel zum Zweck. Unschuldige Zivilisten kämpfen bis zum bitteren Ende. Thank you.
Eileen, was haben wir heute in unserem Sortiment? Heute im Sortiment haben wir dieses Getränk. Das ist ein Vitamindrink. Das ist sehr, sehr gesund. Passend dazu auch noch für Sie, liebe Zuschauer, haben wir diesen Becher. In Kombination eine sehr gute Mischung. Jeder braucht das im Alltag, glaubt es uns. Ja, im Angebot heute für den halben Preis. So, jetzt kommt der Wahnsinn. Und zwar um unsere neue Generation, unsere Was kleinen ist das denn für ein komisches Zeug? Auch nicht besser. Ja, dann machen wir uns doch mal wieder an die Arbeit. Schauen wir doch mal in die Kameras, wie unsere Schüler sich in den Kursen so entwickeln. Guten Morgen! Guten Morgen! Zu Surreal! Zu Barock? Bei Ruben studiert oder was? So läuft das nicht. M. 0112, nach vorne. Wie läuft das? Zwei Stunden noch, dann sollten wir fertig sein, Commander Möller. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen, auf keinen Fall. Abdrehen. Wie weit sind die Präsentationen? Also fertig. Darth Vader wünscht eine genaue Vorstellung der Prototypen. Ja, dann leiten Sie bitte die Kalkulation in dreifacher Ausführung an Vader weiter. Unverzüglich. Jawohl, Commander. Wird erledigt. Das funktioniert jetzt wieder nicht. Müssen wir erstmal kalibrieren. Ah, schon wieder. Das geht wieder nicht. Bing, bing, ja, bing, ja, ja. So, also da unterscheidet ihr jetzt noch die verschiedenen Arten von ADIs. Kürzen wir das Ganze ab, die nehmt ihr noch dazu. 10 Minuten ab der Zeit, ab jetzt. Auf Anweisung von Darth Vader werden wir heute ausnahmsweise mal richtigen Unterricht machen. Ich bringe euch zunächst die Sprache der Jabba bei. Sprecht mir bitte nach. Kuta-pu! Kuta-pu! Wee-si-ting! Wee-si-ting! Su-chuk! Su-chuk! Commander Bittern, was soll das jetzt überhaupt bedeuten? Hier wird nur gesprochen, wenn ich euch dazu auffordere.
Das Thema der Stunde steht, wer von Ihnen kann mir denn sagen, von wann bis wann der zweite Krieg der Sterne ging? Okay. Der zweite Krieg der Sterne. Er ging vom 6.9.4000, er war zwischen den Ewoks und den Druiden und er dauerte bis zum 20.04.4100. Ist gut. Ja. Ja. Thema. Welcher Krieg war der prägendste? Der erste. Super. Was ein Typ. Guten Morgen, liebe Schüler. Wir wissen, dass diese Schule bereits eine lange Geschichte prägt. Allerdings ist die Zeit zu knapp, um ausschweifend zu werden. Wir schätzen, Sie wissen, wofür Sie ausgebildet werden. Die rücksichtslose Eroberung eines Sterns mit unzähligen, unschuldigen Zivilisten. Wir meinen, dass dies keine Zukunft hat und wenn Sie derselben Meinung sind, kommt einfach zur richtigen Zeit zum richtigen Ort. Diese ist um 8:30, aber lasst euch nicht erwischen, denn merkt euch, womit alles anfing. Keiner von euch will das hier wirklich. Inzwischen müsst ihr das gemerkt haben. Ohne Zweifel tragt ihr schon länger diesen Gedanken mit euch umher. Seht euch um und denkt darüber nach, was gesagt wurde. Könnt ihr dem Gedanken der Flucht widerstehen? Möge die Macht mit euch sein. Obi-Wan and out. Seit wann haben wir denn hier so eine Lautsprecheranlage? Kann ich vielleicht auch mal so eine Durchsage machen? Gerne. Leute, hört mal. Besteht kein Grund zur Sorge. Die Schulleitung hat alles unter Kontrolle. Die Unruhen von den Rebellen werden bestimmt bald nachlassen. Beruhigt euch und wartet darauf, dass Commander Schmidt hier wieder Ordnung reinbringt. Guten Morgen, ihr Ottos. Guten Morgen, Commander Schmidt. Oh, Imperator Smidmans, was kann ich für Sie tun? Entschuldigen Sie die Unterbrechung Ihrer qualitativ hochwertigen Arbeit, Darth Vader. Aber ich habe da einen Vorschlag zu machen. Angesichts der rebellischen Unruhen und der Durchsage vorhin sollten wir eine Reaktion zeigen. Wir müssten eine Durchsage ihrerseits machen, das fände ich ganz gut. Also, ich schlage einen Test mit einem Lügendetektor vor, damit wir erkennen, welche Schüler die Rebellen sind. Das klingt nach einer guten Idee. Ich werde mich dem Problem widmen. 0,6 mal 0,2 plus 0,8 der Lichtgeschwindigkeit mal... Oh, diese Kreide. Kann mir jemand Kreide holen? Tristan vielleicht? Endlich. Jawohl, Kommander. We have clear elements of a dystopian short story here. Commander Slatter, kann ich ganz kurz zur Toilette gehen vielleicht? Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber wenn du unbedingt musst, Malte, dann geh. So,
Moment hier oben bin. Lisa Peters! Lisa, du bist hier gar nicht im Kurs. Oh, stimmt. Tschüss. Oh Mann. Ja, sowas passiert dann auch. Was? Lisa, raus! Mann! Es ist ja super, dass ihr das alles analysieren könnt und dass ihr auch sämtliche Theatertheorien von Aristoteles bis zu den neuesten Abi-Filmen drauf habt. Aber ihr müsst auch die historischen Hintergründe drauf haben. Geht nicht anders. Das ist ganz essentiell wichtig dafür, dass ihr dann auch im Abitur reüssieren könnt mit natürlich 15 Punkten. Dafür braucht man die historischen Hintergründe. Fangen wir beim Wojciech an. Worum geht's? Kaffee ist leer. Jule! Komm, geh mal eben frischen Kaffee holen. Kommt sofort, Commander. So soll's sein. So, fehlt jemand heute? Ja, dann können wir ja anfangen. Hä, was macht Jossi denn schon wieder? Hey, Mama! Ich brauch meine Milchschnitte mit Bananen! Good morning, Jossi! Ja, moin! Was geht? Ja. Julchen. Na, du? Alles gut? Ja, und selbst? Ja. Mensch, Kinder, das ist viel. Was geht ab? Ja, geht ab. Ey. Hallo. Guten Tag. Moin. Ja, ich denke, wir haben alle die Nachricht verstanden. Jetzt sind wir hier. Aber warum sind wir hier? Was sollen wir jetzt machen? Hat jemand irgendeine genaue Info? So, da offensichtlich keiner von uns hier im Plan hat, was wir hier zu tun haben, schlage ich vor, wir holen uns jemanden zur Hilfe. An wen denkt ihr da direkt? Ja, also die Tonangel ist bestellt, liegt auch noch im Budget. Ach, die Drehbücher drucken, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Da müssen wir noch mal gucken. Ich glaube, das müsste aber eigentlich alles passen. Also die Bestellung geht dann raus, ganz normal wie immer. Hey! Aber hast du vorhin auch diese Durchsage gehört? Ja, gut, weil deswegen sind wir hier und anscheinend sind wir die Einzigen, die das so verstanden haben, aber wir haben halt keine Ahnung, was das bedeutet und da dachten wir uns, Steff war immer im Plan, also kannst du vielleicht irgendwie helfen. Also ich will dich jetzt nicht so enttäuschen, aber genau weiß ich da jetzt auch noch nicht drüber Bescheid. Ich würde als allererstes mal die Rüstung anziehen, weil damit kommt ihr immer weiter. Liebe Stormtrooper, wie Sie sich vorstellen können, ist ein Großteil der Schule verängstigt durch das Auftreten der Rebellen. Aus diesem Grund bitten wir euch, dass jeder Einzelne sich bei uns einfindet, damit wir seinen psychischen Zustand prüfen können. Machen Sie sich aber bloß keine Sorgen, dass dies eine Überprüfung Ihrer Loyalität ist. Das würde die Leitung dieser Institution niemals tun. Also, was ist das hier? Hallo? Ich habe dir ein Wahrheitsserum verabreicht. Was? Darth Vader hat mich engagiert, um die Rebellen ausfindig zu machen. Wir fangen an mit ein paar Fragen. Ich glaube, das sollte reichen. Okay, Giovanna, wie findest du meinen Unterricht? Okay, wie findest du Chemie? Scheiße. Dafür hätten wir diesen Wahrheitstest auch nicht gebraucht. Ja, wieso überhaupt der Test? Was soll das? Machen Sie mich ab!
Was soll das hier? Laufen die Vorbereitungen? Jawohl, Darth Vader. Gut, abtreten. Ab jetzt übernehme ich. Können Sie mich nicht einfach losmachen? Ich hab doch nichts gemacht. Was weißt du über die Rebellen? Was weißt du über die Rebellen? Auch wenn der Lügendetektortest nicht zu funktionieren scheint, wirst du mir jetzt sagen, was du über die Rebellen weißt. Der Fahrer des schwarzen Mercedes mit dem Kennzeichen Kleber AD414 soll zu seinem Auto kommen. Er hat das Licht angelassen. Oh Gott, meine Batterie. Hallo? Kann mich jetzt mal jemand abmachen? Hallo? Was erlaubst du dir eigentlich? Gib gefälligst Antwort, wenn Darth Vader mit dir redet. Ganz richtig. Und wir sind froh, dass ihr unsere Nachricht gehört und ihr gefolgt seid. Natürlich sind es meine Schüler, die sich gegen die bösen Machenschaften von Darth Vader auflehnen. Um die Schule von den bösen Machenschaften der Darth Vaders zu befreien, müsst ihr an seinen PC gelangen. Auf seinem PC werdet ihr die Dokumente finden, die seinen bösen Plan enthüllen. Zeigt sie den Schülern und sagt ihnen, dass er sie für seine bösen Machenschaften missbrauchen will. Ja, wir können jetzt leider nicht direkt mit euch gegen Darth Vader kämpfen. Aber was wir machen können, wir können euch natürlich auf den Kampf vorbereiten. Und zwar... Also, ich würde vielleicht gerne eine Milchschnitte nehmen. Ach, Josephine, es gibt doch wirklich wichtige Sachen als jetzt, so ein Scheiß. Ich werde euch jetzt in die Kunst des Laserschwertkämpfens einführen. Komm mal. Fünf Leute. Kann ich machen. Gut. Wie hältst du dein Laserschwert? Und Rebell, mehr Respekt für das Laserschwert. Wir fangen mit den Basics an. Und was ihr alle können müsst, ist einfach ein Rückwärtssalto. Ganz simpel. Thank you.
Wir haben jetzt lange genug hierfür trainiert. Wir sind alle gut vorbereitet. Lass uns jetzt diesen Schritt gehen und den Kampf wagen. Okay. Alles klar. Los. Ist ja mega easy. Warum haben wir denn die ganze Zeit trainiert? Keine Ahnung. Weiß jemand von euch überhaupt das Passwort? Passwort. Was jetzt? Das wüsstet ihr wohl gerne, was? Ihr seid nichts ohne eine abgeschlossene Ausbildung an diesem Institut. Und deshalb biete ich euch folgenden Deal an. Ihr kämpft in mehreren Runden gegen eure Ausbilder. Falls ihr, was ich nicht glaube, gewinnt, da bekommt ihr das Passwort. Alles klar.